Hallo, hier ist Kay, sei gegrüßt, herzlich willkommen zu diesem Video und heute geht es um die Energie, ja, wie du sie bekommst, wie du sie behältst und wie sie dich im Alltag unterstützen kann. Und ich würde sagen, fangen wir doch mal ganz oben an. Energie bekommen wir, indem wir essen. Genau. Ja, und je nachdem, was du isst, fügst du dann deinem Körper eben die Energie zu und wenn du die richtigen Nahrungsmittel isst, gibst du deinem Darm ganz viel Unterstützung, dass er die Nahrungsmittel gut verarbeiten kann und nicht so viel Energie braucht, um sie zu verarbeiten. Was heißt das? Also nehmen wir mal an, du isst jetzt einen Salat, isst da ein paar Nüsse, ein paar Sprossen und was weiß ich was dazu. Das Ganze kommt dann irgendwann in deinem Darm an. Dein Darm weiß genau, okay, das dahin, Rest kommt weg. Jetzt isst du Pasta mit einer Fleischsoße und vielleicht noch Gemüse dazu und davor noch einen Salat und dann trinkst du dazu noch ein großes Glas Bier oder Limo oder was weiß ich und danach gibt es noch was Süßes und da gibt es noch einen Kaffee drauf und weil Käse ja bekanntlich den Magen schließt, gibt es noch Käse. So, jetzt kommt dieser ganze Brei, kommt da unten an und dein Darm sagt sich, boah, wow, ja, also na, jetzt muss ich erstmal gucken, Gemüse ist klar, das ist klar. Da ist was, da ist eine Soße und da ist ein Haufen Zeug drin, das muss ich aufspalten, das muss ich irgendwo hinstecken. Je mehr Nahrungsmittel, je prozessierter, je durcheinander, desto mehr Arbeit braucht dein Verdauungstrakt, desto mehr Energie braucht dein Verdauungstrakt. Und wenn dein Verdauungstrakt damit beschäftigt ist, das alles zu verarbeiten, wegzupacken, zu entsorgen, dann fehlt dir die Energie. Sprich, Müdigkeit nach dem Essen. Konzentrationsschwierigkeiten, ja, du fühlst dich einfach schlapp, du hast keine Energie. Du hast sie schon, aber dein Darm braucht sie gerade. Deswegen wollen wir den Darm unterstützen und ihm eben die guten Nahrungsmittel, sprich viel Frischkost, viel Gemüse, Salat, saisonal, regional, ihm zu geben. Es spricht überhaupt nichts gegen Fleisch, gegen Wurst, gegen Käse, wenn das jemand mag. Ich bin ja jetzt kein bin niemand, der dich da überzeugen möchte, du solltest genauso leben wie ich, das ist das Nonplusultra. Nein, ist es vielleicht nicht für dich, für mich definitiv, aber Fakt ist, je gesünder und ausgewogener deine Ernährung ist, desto besser für deinen Verdauungstrakt, desto besser für deinen Darm, desto weniger Energie braucht er, die du dann wiederum hast. Punkt Nummer 2. Bewegung. Ja, und nein, auch ich rede hier nicht wieder davon, dass du dich so bewegen sollst wie ich, dass du am Tag so und so viele Kurse gibst oder besuchst oder dass du 20 Kilometer jeden Tag um den Block rennen musst. Nein, es geht darum, dich einfach zu bewegen, zum Bäcker zu gehen, das Fahrrad zur Arbeit zu nehmen, mal mittags eine Runde um den Block zu gehen, schnell zu laufen, zwischendurch ein paar Kniebeugen, ein paar Liegestütze, ein paar Burpees, eine kleine Mobilisationseinheit zu machen. Bau dir kleine Bewegungsfenster in deinen Alltag ein. Und wenn du jedes Mal nur 2-3 Minuten zur Verfügung hast, dann sind es 2-3 Minuten, die du dich vorher nicht bewegt hast. Das heißt, du könntest deinen Tag von jetzt an zum Beispiel anfangen mit einer kleinen Mobilisation. Mach die Schultern hoch, mach sie runter, schau nach links, schau nach rechts, kreis ein bisschen mit den Armen, mach die Arme nach oben, mach kleine Impulse, mach das gleiche mit den Beinen. 2 Minuten sind weg, du hast dich bewegt. Natürlich ist es jetzt kein Workout, bei dem du Fett verbrennst und bei dem du riesige Muskeln aufbaust, aber du hast dich bewegt. Mittags hast du wieder ein kleines Zeitfenster, 2 Minuten. Stell dich hin, mach 49 Kniebeugen. Schaffst keine 49, mach 14, bau es langsam auf und so weiter. So begleitet dich eben die Bewegung durch den ganzen Tag. Und alle Ausreden so von wegen, ich habe keine Zeit, ich kann jetzt nicht durch den Block, um den Block gehen, ich kann nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit, weil ich arbeite 40 Kilometer weit weg und das dauert zu lange. Ich kann nicht zu Fuß zum Bäcker, weil der ist 5 Kilometer weg. Ja, all diese Ausreden sind nichtssagend, denn es geht doch schließlich darum, dass du für dich schaust, wie passt es in deinen Alltag rein. Es hilft dir nichts zu jammern, es hilft dir nichts zu sagen, ich habe nie Energie, was soll ich denn machen, ich kann nicht. Und du musst nach einer Lösung gucken. Ich bin hier, ich gebe dir Lösungsansätze, ich arbeite sie auch gerne individuell mit dir aus, schreib mich einfach an. Und jetzt gebe ich dir gerade kleine Tipps, wie du mehr Energie bekommen kannst. Wenn du natürlich nicht bereit bist,
dich am Tag zwischendurch mal so 2 bis 3 Minuten zu bewegen, auch mal rauszugehen, an die frische Luft oder dich ans offene Fenster zu stellen, dann kommt natürlich auch keine Energie. Ein weiterer Tipp, ein Sofort-Tipp, trink ein Glas kaltes Wasser. Ist besser als jeder Kaffee, denn das kalte Wasser, das kurbelt sofort deinen Stoffwechsel an. Ja, das ist so wie so ein frischer Schock für deinen Körper. Ja, du bist wirklich sofort hellwach. Das so als Sofort-Tipp, wie gesagt, besser als jeder Kaffee. Der nächste Tipp ist Basilikum. Basilikum kannst du entweder kauen, einfach ein Basilikum in den Mund und kauen, oder du nimmst dir direkt Basilikumöl, machst einen Tropfen auf die Handfläche und schlägst das ab. Da aber bitte drauf achten, meine Tipps gelten zum Beispiel nur für bestimmte naturreine ätherische Öle und nicht für Produkte, die man so überall im Handel kaufen kann. Und mein letzter Tipp für heute ist mein ultimativer Tipp. Das ist auch ein Öl. Das Öl heißt lustigerweise Energy, also Energie. Das gibst du dir, wenn du gerade morgens Anlaufschwierigkeiten hast, gibst du dir einen Tropfen auf die Hand, wenn er denn jemals rauskommt, verreibst es und reibst es dir dann auf die Fußsohlen. Dort sitzen alle Reflexpunkte, dort ist alles verbunden mit deinem Körper, mit deinen Organen. Erstmal dahin rein, dann kannst du einatmen oder du atmest vorher ein und reibst dann auf die Fußsohlen. Dann kannst du noch auf deinen unteren Rücken das Energy auftragen. Einfach aufstreichen. Du brauchst auch wirklich nur einen einzigen Tropfen. Man braucht keine halbe Flasche. Diese Öle sind sehr, sehr hochwertig und sehr intensiv. Also ein Tropfen reicht vollkommen aus. Du kannst diesen einen Tropfen auch in den Diffuser geben und das vernebeln. Also es ist ein Kaltvernebler, ein Diffuser. Ätherische Öle sollten ja nicht über einer Kerze verdunstet werden, weil ja dann die ganzen hochwertigen Qualitäten dieser Öle eben wieder rausfilterst. Also in einem Kaltdiffuser rein. Das kannst du morgens machen. Das kannst du bei einem Mittagstief machen. Das kannst du zwischendurch machen. Ich empfehle dir nur nicht, das abends zu machen. Denn Energy ist mit seinen Bestandteilen von verschiedenen ätherischen Ölen eben so intensiv. Ich habe das schon mal abends vor einem meiner Powerkurse gemacht, weil ich gedacht habe, boah, dann hast du noch mehr Power. Der Powerkurs, der fängt um 8:30 an. Um 12 war ich immer noch zu Hause. Juhu, was machen wir jetzt? Ja, also es ist wirklich ein natürliches Aufputschmittel. Es ist einfach was, was dich unterstützt, was deine körpereigenen Funktionen unterstützt und was dir wirklich diesen extra Kick Power eben gibt, den du langfristig eben behalten kannst. Du musst dir jetzt auch nicht alle halbe Stunde dieses Öl irgendwo hinschmieren. Das reicht wirklich morgens und mittags, wenn du dann noch so ein Tief hast, das dann einfach nochmal einzuatmen, dir auf die Fußsohlen zu geben. Genau. Ja, ich hoffe, da waren ein paar Tipps für dich dabei. Wenn du Fragen hast zu einem Coaching, zu einem individuellen Coaching oder zu den Ölen, wo du die herbekommst, dann schreib mich doch bitte gerne an. Kannst du auf meiner Webseite mal gucken, kfitz.com. Alle Links sind hier unter diesem Video. Kannst du da mal anschauen, was es da so alles gibt und wie dich die naturreinen ätherischen Öle noch unterstützen können in wirklich allen Lebensbereichen. Und ja, ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Bis dahin, mach's gut. Ciao, hier ist Kay.